Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Hexity. Mal wieder alleine, aber naja, was soll man tun? Wir sind heute auf jeden Fall wieder ganz frisch dabei, wenn es heißt, den Tower zu looten, denn den wollen wir noch zu Ende looten und danach werden wir wahrscheinlich nochmal an unserer Scale-Rüstung arbeiten, denn ich werde nochmal auf die Suche nach Hexical Essenzen gehen, die ja überall in der Gegend rumschwirren. Zuerst werden wir die Kiste looten, der Dungeon hier werden wir looten, ne? Ganz exakt. What the F ist passiert? Das war wirklich verdammt knapp. Wir werden fast in die Luft geflogen durch unseren, durch diesen Terroranschlag. Alter Schwede, das war krank. Spider. Die sind so schnell tot, das ist so herrlich einfach. Auf jeden Fall ist mein Mikrofon gerade so ein bisschen scheiße eingestellt, deswegen halt das auch immer so komisch hier. Ich finde das auch irgendwie merkwürdig, aber irgendwie ist die Einstellung so mega verbuggt, dass ich da nichts machen kann. Aber gut, was soll man tun? So, dann versuchen wir mal das Loch wieder aufzufüllen, damit hier nichts Schlimmeres passieren kann. So, machen wir mal kurz. Ich habe auf jeden Fall vor, heute den Dungeon hier, das Dungeon so ein bisschen auszulooten auf jeden Fall, damit wir da mal ein paar Items rausbekommen. Wir haben letztes Mal so einen richtig epischsten Loot ever bekommen. Ganz ehrlich, wir haben einfach so richtig geile Sachen bekommen. Wir haben eine halbe Meteoriten, nicht mal sowas, eine halbe Living Metal Rüstung bekommen. Ist die hier drin oder sowas? Nee, ist sie nicht. Einen Haufen Eisen haben wir bekommen, wir haben diese ganzen Magic Essenzen bekommen. Übrigens, wenn man mal, das mache ich gleich mal. Ich werde euch den Fun-Fact mal kurz zeigen, den ich da, ja, ich glaube, das ist kein Fun-Fact, weil den sowieso alle kennen, die Hexen spielen, aber das ist schon sehr lustig, was daraus entstehen kann, denn wenn man mal die Magic Essenzen, die man ja zur Erstellung eines richtigen Stabes braucht, damit man Flugstäbe oder Feuerstäbe, Giftstäbe, Wasserstäbe oder Eisstäbe machen kann, man kann mit diesen Essenzen, die kann man hier, glaube ich, irgendwie, geht das doch nicht, das ging irgendwie, dass man aus diesen Essenzen kann man irgendwie alle Essenzen rausbekommen. Also das erhält, ich glaube, das enthält 9 Essenzen, alle Essenzen, die es gibt. Immer eine Magic Essenz erhält immer 9, die enthält immer 9 Essenzen. Das sind alle Essenzen, die es gibt. Das ist schon mal ganz geil. Dann tue ich auf jeden Fall mal die ganzen Sachen da vorne rein in die Kiste, damit wir hier auch ein leeres Inventar haben, wenn wir auf die Looting-Tour gehen. Und das ist unsere Kiste hier, die ist schon ziemlich gut. Die Fire Grenades nehme ich mal zum Notfall mit. Man weiß ja nie, was passiert. Das ist ja immer ein bisschen kritisch. Die Hexical Essenzen, wir haben jetzt 4 Stück. Wir brauchen insgesamt 16 Stück. Wir brauchen jetzt noch 12 Stück, 12 Hexical Essenzen und wisst ihr was, das kriegen wir hin, da bin ich ganz zuversichtlich. Lapis Lazuli haben wir, Bones haben wir haben Holz, das können wir mitnehmen. Strings, wobei das Holz können wir eigentlich auch mal reintun, oder? Das tue ich mal kurz in die wertvolle andere Kiste rein, denn ich muss jeden Inventarplatz haben, den ich bekommen kann. Das ist ganz wichtig, wir haben nur eine goldene Karotte bekommen. Kohle, meine Stimme ist gerade so ein bisschen komisch abgekackt, kein Wunder. Naja, ich war heute auch, habe ich heute gar nicht so viel gemacht eigentlich, wenn ich mal ehrlich bin. So, erstmal hier die Diamanten rein. Denn wir vielleicht, na gut, das könnt ihr gar nicht wissen, aber ich bin jetzt auf einer neuen Schule und wir hatten da gerade Projektwoche. Wir haben jeden Tag nur 6 Stunden, wir haben den neuen Stundenplan heute bekommen, das ist so übertrieben krass. Wir haben jeden Tag nur 6 Stunden bis 13 Uhr und am Donnerstag haben wir nur 5 Stunden bis 12 Uhr und heute haben wir auch nur 5 Stunden, weil heute Freitag ist und die Projektwoche vorbei war und naja, wir haben heute nur bis 12:15 Uhr Schule gehabt und dann kommen wir abhauen. Das nehme ich aber alles mit, glaube ich. Den Inventarplatz muss ich immer frei halten, also packe ich dann mal das Holz hier rein, das andere Holz auch. Moment mal. Ne, wir haben ja noch eine Spitzhacke, ich brauche keine neue Spitzhacke. Ich dachte, ich müsste noch mal ein bisschen Holz mitnehmen für eine neue Spitzhacke, aber wir haben hier noch einen Ersatz. Das ist schon mal ganz cool. Dann werden wir jetzt mal die Feuergranaten, glaube ich, mal hier hinlegen. Einfach mal so zur Sicherheit. War jedenfalls eine ganz tolle Projektwoche, wir haben einfach so viel gemacht. Wir haben über Politik geredet. Und dann haben wir 2 Filme geguckt, wir haben Fuck You Goethe und Hangover 3 geguckt, was natürlich mit Politik so viel am Hut hat, also ist auf jeden Fall genau das gleiche, kann man so behaupten, ich glaube ich gehe mal ein bisschen schneller, damit wir hier auch vorankommen. So, ich habe auf jeden Fall vor, den ganzen Tower jetzt heute auszulooten, damit wir das ganze Zeug nach Hause bringen können und damit wir uns auch einen schönen Tag machen damit. Und danach werde ich mich um diese beiden Tower auch noch vielleicht kümmern, oder nee, heute will ich ja vielleicht auch mal ein bisschen den Wald hier abholzen und ich will auf Hexical Sense Jagd gehen. Ich nehme jetzt eine Stunde auf, danach nehme ich nochmal eine Stunde auf, einfach weil ich noch was zwischendurch esse. Ich bin so früh nach Hause gekommen heute, das ist so krank. Hier die Uhrzeit. Es ist 13.25 Uhr und ich bin schon seit einer Stunde hier, deswegen, ne? Ach ja, hier ist unsere Living Metal Rüstung drin, unsere halbe zumindest. Ey, das ist so krass, wir haben einfach Iron, wir haben ein Iron Big Sword, was übrigens cool ist, aber nicht so stark wie das Giant Sword. Das Diamond Giant Sword ist halt viel stärker. Eine Scythe ist auch immer geil, um die Seelen von den anderen Monstern einzufangen. Haben wir noch irgendwelche Bögen, die wir zum Reparieren benutzen können? Nee, haben wir nicht, denn unser Bogen ist eigentlich noch fast komplett heil. Und naja, ich will eigentlich nicht immer heil sagen, weil mich das so an Adolf erinnert, aber was soll man machen? Man kann ja nichts anderes tun. Hier haben wir uns runtergegraben. Ich glaube, ich gehe mal die Treppen runter am besten.
Denn hier ist ja noch alles friedlich. Hier haben wir auch nur ein bisschen gewütet. Hier haben die Skelette uns fast umgebracht letztes Mal. Ey, das war so krank einfach. Und ich habe mich bei der Hexical Essence nicht so stark gefreut. Ich glaube, ihr habt euch mega gewundert, warum ich mich nicht übelst gefreut habe, als ich die drei Hexical Essenzen gefunden habe. Einfach aus dem Grund, weil meine Mutter gerade ins Zimmer kam und da wollte ich nicht so übeltrieben ausrasten und denke noch, ich bin total gestört oder so. Mühsal Seeds. Okay. Hört ihr das? Das sind die Spinnen. Die warten schon in der unteren Etage auf uns. Dort unten. Dort haben wir nämlich etwas zugebaut. Das können wir mal kurz aufbauen. Ja. Yep. Na, ihr kleinen Biester. Ihr dreckigen. Na, Skelett, komm her. Und komm her. Tot. Da werden wir uns auf jeden Fall jetzt nicht so reinwangen, wie wir gerade sind. Wir werden natürlich den Noteingang nehmen. Denn das ist sowieso der Beste. Wir machen hier kurz einen Stein vor. Nee, Moment, ich habe da noch eine viel bessere Idee. Wir machen das so. Wir tun den Stein jetzt hier hin. Denn dann können wir die Füße der Skelette immer treffen. Das Gute ist ja, wenn die Skelette jetzt genau vor uns stehen, dann können sie uns gar nicht sehen. Und dann können wir die angreifen, ohne dass sie uns was können. Aber wenn die Skelette jetzt da hinten stehen, dann können sie uns von da aus ja sehen. Und das ist das Problem. Von da aus können wir aber auch angreifen. Also wir sind eigentlich quasi hier perfekt geschützt. Eins. Oh, das ist Erde. Ja! Nee, ist ein Stonehoe, das ist keine Schaufel. Schade. Oh. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs. Sieben. Ich mache immer so sieben Blöcke, weil das hatte ich also als Sicherheitsstandard herausgestellt. Oh, das ist schon die richtige Wand. Hier ist also unser Ziel. Mal gucken. Ich mache mal kurz den Stein weg. Ach, hat gar nichts gebracht. Ich mache mal den Stein weg. Und dann den. Ja, da sind sie. Guckt euch das an. Wir sind genau beim Spawner. Wir sind in der perfekten Position. Und wir können das Drecksteil abbauen. So. Oh, die können ja sogar hier rein fast, ne? So. Dungeon Loot. Oh, vier Hexical Essenzen. Vier Diamanten. Fünf Magic Essenzen. Ne, Oha. Wir haben eine Diamantspitzhacke gefunden und mussten sie uns nicht craften. Und 5 Bottles of Enchanting. Güsel Seeds können wir mal, glaube ich, wegbleiben, weil ich so viele eh nicht brauche. Ich habe die Kiste gelootet, also habe ich eigentlich alles, was ich möchte, aber ich will noch mehr. Das reicht mir noch nicht. Ich will den ganzen Loot haben. Den ganzen Dungeon Loot. Alter, wir haben so viele Hexical Essenzen und uns fehlen jetzt noch. Wie viele? Es ist ja nichts mehr, was uns jetzt noch fehlt. Das Problem ist jetzt gerade, dass wir hier angreifbar sind und uns eigentlich hier ziemlich viel passieren kann, wenn wir mal ehrlich sind. Alter, was für eine Kacke. So. Alter. Alter. Ich habe gerade die Windows-Taste gedrückt aus Versehen und bin gerade verwirrt gewesen. Uh-oh. Das ist gefährlich, denn jetzt können wir angegriffen werden. Hier können wir uns nicht wehren. Was wollen eigentlich diese ganzen Groupies schon wieder hier? Ich hasse euch. Nein, 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 nein. Leute, müssen schnell. Schnell, 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 schnell. Falsche Richtung. Falsche Richtung, ganz falsch. Da ist gerade so ein Mega-Zombie gewesen. Habt ihr es gehört? Nein. Es ist der Golem. Es ist der Golem. Es ist der mega krasse, übelster, heftiger Golem. Er ist es und er hat uns schon gesehen. Und das Problem ist jetzt natürlich, wie sollen wir jetzt da hinkommen? Ach ja, der ist ja unten, nicht oben. Haha. Hab ich gerade vergessen. Wir müssen jetzt leider genau diese Tour machen. Sorry, ich muss aber kurz diesen. Nein, meine scheiß Spitzhacke ist kaputt. Und ich finde gerade die Tür nicht. Er ist schon sehr wütend auf uns, aber er trifft uns scheinbar nicht. Er weiß aber schon genau, dass wir hier sind. Ach, wir müssen ja eine Ebene hoch. Hier waren wir nämlich noch nicht. What the F? Seht euch die Scheiße mal an. Leute, kranke Kacke ist das. So, jetzt könnt ihr mich mal hier. Ach, wie geil, jetzt können wir die Skelette direkt angreifen und die Zombies auch, weil die uns jetzt nichts mehr können. Also haben wir ja quasi eine kleine Mob-Farm hier drin. Alter. Und ich finde ja diese Geräusche von diesem Golem finde ich so heftig. Vor allem der ist auch so mega laut einfach. Ich wette, die Sounds sind gerade so wieder übertrieben laut und ihr hört gar nichts mehr, aber. Alter Schwede, das ist so heftig. Wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall sterben. Das Problem ist, wir können ja normalerweise auf so einem Tower, ist ja der Tower Golem oben. Das heißt, man kann ihn von oben runterschubsen, ohne viel Schaden zu nehmen. Aber er ist jetzt unten und wir können ihn nicht runterschubsen, weil das unten ein abgeschlossener Raum ist. Und das heißt, wir sind da drinnen eigentlich gegen den Golem gestellt. Aber die Eisen-Golems, diese Tower-Golems sind gar nicht mal so stark, muss ich ehrlich sagen.
Die sind zwar heftig, aber die sind nicht so stark. Man kann die besiegen, es ist kein Problem. Man muss halt nur oft genug draufschlagen mit dem Schwert, denn da geht das schon. Die haben vielleicht 200 Leben oder sowas. Was ihr nur niemals machen dürft, ihr dürft niemals gegen einen Tower Golem mit einem Bogen und Pfeil kämpfen, denn der überlebt es und regeneriert seine scheiß Leben damit auch noch. Das geht wirklich und ich finde es einfach nur heftig. Wir haben noch einen Bogen, notfalls, falls wir uns noch wehren müssen gegen ein paar Monster, aber wir haben keine Spitzhacke mehr, ne? Doch, haben wir. Alter, mich stört dieses scheiß Rumgebombe von dem Eisengolem. Ich sag immer Eisengolem, niemals sage ich Tower Golem, obwohl es eigentlich ein Tower Golem ist. Alter, jetzt bekommt der Showdown auf jeden Fall. Wir haben diesen Golem jetzt gefunden. Da kommen immer mehr Biester, immer mehr. Und die kommen alle von unten. Da haben wir noch nicht ausgeleuchtet. Das heißt, wir sind hier oben gerade gefangen. Und können uns den Loot eigentlich Freihaus abholen. So. So, und du bist tot. Boah, mich nerven diese scheiß Skelette einfach. Ich hasse euch. Ja, komm, jetzt geht doch sterben. Wirklich, ich hasse diese Skelette. Boah, nein. Ein Power-Zombie. Der kann, glaube ich, Feuerbälle werfen, oder? Oder ist es nur, dass das halt nur random Mobs gerade an ist? Das heißt, dass er einfach nur eine andere Textur hat, dass es kein Überzombie ist, sondern einfach nur so ein Gammliger. So, Leute, wir werden jetzt erstmal kurz die Kiste looten. Da haben wir schon gelootet. Ich sage mal folgendes. Wir werfen jetzt mal hier unseren Loot rein. Diamantspitzhacke, das hier. Den Bogen. Die Pfeile nicht, den Zombie-Kopf. Wir werfen jetzt einfach mehr jeden Scheiß hier rein. Die Fire Grenades werde ich jetzt aber vielleicht verwenden gegen den, im Kampf, eventuell. Hexikalessenzen, das werde ich reinwerfen. Das Essen werde ich reinwerfen, denn ich habe ja noch genug dabei und das wird jetzt ein gefährlicher Kampf, Leute. Wir werden jetzt vielleicht sterben. Deswegen erstmal alles sichern, was wir gerade nicht brauchen, denn da unten ist schon der heftige Mob. Also erstmal die Kisten hier kurz sichern. Was ich auch mal machen muss. Ach, ich bin auch der schlausten einer hier wieder. Ich muss ja noch die Löcher hier stopfen. Na? Das ist ja unerhört, denn sonst kommen ja noch irgendwelche Mobs rein. Das wollen wir auch nicht. Ist noch irgendein Fehler irgendwo? Da vielleicht? Nee, da ist nichts mehr. Gut, ich bin gerade mega aufgeregt wegen der bevorstehenden Katastrophe, die uns ereilen wird. Aber wir werden vielleicht da auch noch gewinnen. Ich weiß es nicht. Aber eventuell sind wir siegreich und können den Kampf für uns entscheiden. Ich hoffe es. Denn ihr müsst wissen, diese Tower Golems sind eigentlich totale Pussys. Denn wenn man die einmal angreift, und dann halt merkt, ja, die sind gar nicht so heftig, weil die sich nicht wehren können. Die können nämlich nur ihre komischen Feuerbälle schießen und das war's auch schon. Die haben eigentlich nur eine Fernkampfwaffe, mehr können die nicht. Aber ich finde diese Geräusche so widerlich irgendwie von dem Eisengolem. Ich sag immer, wenn verfickten Eisengolem, das ist aber ein Tower Golem. So, die Frage ist, wie gehen wir jetzt an die Sache ran? Wollen wir die Pussy-Methode benutzen und einfach uns runtergraben? Ich glaube, das machen wir sogar, damit wir den Eisengolem aus dem Hinterhalt überraschen können. Weil das ist, ich meine, das ist ein Bosskampf, ja. Da können wir ruhig mal ein bisschen unsere Taktik auspacken. Zombie-Armee wird natürlich gestoppt sofort, ist klar. Also gegen diese normalen Zombies hier, na, die können uns ja eh nichts. Ich mach mal kurz Folgendes. So, denn jetzt können die uns schon mal gar nichts mehr. Dann grabe ich mich jetzt einfach weiter runter. Und werde danach versuchen, den Eisengolem aus dem Hinterhalt zu erledigen, dass der uns nichts mehr kann. Und wir haben übrigens gerade den lautesten Soundtrack ever an. Und zusätzlich werden wir noch vom Eisengolem vollgedröhnt. Ach, wir bekommen sogar schon Schaden. Scheiße. Wir bekommen Schaden von dem. Habt ihr das gerade gesehen? Das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Alter, der ist so heftig. Und ihr müsst wissen, der ist wirklich stark. Eventuell werfe ich die Granate. Ich weiß es nicht. Wie viele Blöcke haben wir jetzt runtergegraben? 1, 2, 3, 4, 5. 6 Blöcke. Da fehlt noch was. Da ist Kohle. Ist jetzt eher unwichtig, ganz ehrlich. 7. Alter. Na, wo ist der Bastard? Haben wir ihn? Da ist er. Da ist er. Na? Siehst du, 200 Leben hat er nämlich. Aber er kann uns von hier aus nicht treffen. Das ist gut. Die Spinnen können wir von hier aus sogar besiegen. Das heißt, die können schon mal nichts mehr. Die Zombies auch nicht. Alter, er hat uns getroffen, der scheiß Bastard. Scheiße. Aber wir können ihn nicht treffen. Hoch. Hoch. So, wir müssen jetzt anders angehen. Wir müssen es ganz komplett anders angehen. Ach komm, hör auf zu brennen hier. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich muss nämlich den anderen Weg eigentlich nehmen. Denn von hier aus sieht uns dieser scheiß Golem. Ich muss ihn direkt einfach angreifen. Ich weiß genau, wie ich es machen werde. Ich werde einfach YOLO ganz runterspringen und diesen Golem einfach vom Hinterhalt erledigen. Ganz einfach. So wird es oder so wird's ablaufen. Ich werde den Bastard aus dem Hinterhalt überraschen. Ich frage mich nur, wie einen diese Golems eigentlich immer schon bemerken, wenn man die gar nicht sehen kann und wenn die einen auch nicht sehen können.
Es war schon die richtige Entscheidung, hier den ganzen Loot reinzuwerfen, denn wir werden vielleicht sterben. Schon wieder.